So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ich habe gedacht, heute machen wir mal was anderes. Wir haben ja jetzt hier ein paar Folgen dran gearbeitet. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal an was bisschen anderes gewöhnen. Sorry, falls meine Stimme wieder mal ein bisschen am Säckchen ist, ne? Es ist noch früh morgens. Ich wollte gerade mal gucken, haben wir hier... Nein, ich habe die Redstone-Kisten hier nicht mehr drinne. Wo könnten die denn nochmal sein? Das hier würde ich gerade auch mal mitnehmen. Wo sind denn die Redstone-Kisten? Sind die hier drüben? Weil die brauche ich nämlich. Ich habe vor, bei der Monsterfarm ein paar Umgestaltungen zu machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie genau ich das am Ende anstellen möchte oder wie es auch aussehen könnte, sollte. Wo sind denn die ganzen Redstone-Kisten? Das ist doch frech. Auf jeden Fall habe ich vor, das Item Einsammelsystem ein bisschen zu ändern, weil wir haben ja momentan so ein bisschen das Problem, dass auf der einen Seite die Items sich ansammeln. Ich werde euch das gleich natürlich auch noch zeigen, wo das Problem liegt, aber hallo. aber ne? So, ich jette mal gerade hier durch. Ich glaube, es könnte... Ja, hier sind sie. Okay. Super. Die nehmen wir mit. Wo sind denn meine ganzen leeren Schalker hin? Habe ich keine leeren Schalker mehr? So eine Scheiße. Aua. So eine Scheiße. Wobei, weißt du was? Ich brauche gerade, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe hier. Ich brauche einmal einen Kaktus. So. Einen Block Sand mit. Und einen Kaktus. Und dann möchte ich das nämlich so machen, dass vielleicht nur die Items aufgehoben werden, die man am Ende auch braucht. Guck mal hier, die Kaktusfarm wirft echt nicht wirklich viel ab, oder? Naja, geht so. Und dass zum Beispiel das ganze Zombiefleisch einfach zerstört wird. Ich glaube, das würde Sinn machen. So. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Ein paar Raketen wären vielleicht nicht schlecht. Ba, 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 da, ba, ba. Dann muss ich die Monsterfalle kurz ausschalten. Das sollte ich ja relativ einfach machen können, indem ich oben einfach... So, indem ich oben einfach einmal die Redstone-Clock ausschalte, dann sollte das Wasser nicht mehr die Monster runterspülen und dann sollte eigentlich alles problemfrei gehen erstmal. Ich könnte hier auch erstmal noch ein paar Sachen ablegen, die ich gerade nicht mehr brauche. So, die Schere brauche ich eigentlich auch gerade nicht. So, dann gucken wir doch mal. Wir jetten jetzt rüber zur Monsterfarm. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich das ganze Lagersystem entweder nach oben oder in die Mitte verschiebe. Bin mir im Moment noch nicht sicher. Weil das ganze Ding, ne, ich will das ein bisschen verschönern hier alles. Das heißt, wir jetten jetzt gerade hier einmal, oh Gott, oh, so, da sind wir. Theoretisch. Habe ich... Ist hier Cobblestone drinne? Nee. Theoretisch sollte ja in den Hopper jetzt nichts mehr reingehen können, oder? Warte. Ja, es ist gelockt. Okay. Das heißt, theoretisch sollte jetzt unten die Farm nicht mehr die Monster runterspülen. Sieht ganz danach aus. Okay, weil dann müssen wir jetzt hier unten natürlich auch nicht mehr damit rumhasseln, dass hier die ganze Zeit... Man sieht hier, ne? Man sieht das Problem. So. Folgendermaßen, ne?
ich gönne mir gerade mal ein bisschen Erde. Und dann bauen wir hier mal... Nein. Bauen wir hier mal von unten... eine Plattform drunter. Dann können wir vielleicht die ganze Geschichte da einmal wegballern mit den Hoppern. Und neu anordnen, sodass die Hopper nicht mehr so einen riesigen Stau verursachen können. So, gleich an der Spitze angekommen. Ja, okay. Und dann sollte ich ja eigentlich... So. Aufpassen, dass ich hier nicht die ganze Zeit runterfalle. Ich habe nämlich keinen Bock, hier immer wieder hochzuklettern. Oder hochzufliegen, besser gesagt. Und ja, ich benutze hier Erde, weil ne, mit Stein würde es viel länger zum Abbauen dauern. Und Erde ist halt auch ne, einfach angenehm, finde ich, zum Arbeiten. Außerdem, wenn ich dann am Ende die... Wieso kann ich jetzt wieder nichts platzieren hier? Wenn ich am Ende die Erde dann abbauen möchte, hallo, dann ne, kann ich einfach alles wegballern und dann unten einmal durchschwimmen und die Erde gerade wieder aufheben. Ohne irgendwelche Probleme. Und natürlich mache ich die Plattform hier, weil ich nicht die ganzen Hopper und alles runterfallen lassen möchte. Alter, irgendwie verkacke ich gerade hardcore, ne? So. Wenn ich die ganzen Hopper hier am Ende abbaue... dann ist es natürlich viel einfacher, wenn ich einfach hier unten drunter langlaufen kann und hier mein Ding machen kann, ohne irgendwelche Probleme. Das erleichtert den ganzen Arbeitsprozess ein bisschen. Außerdem macht es natürlich auch wesentlich einfacher. Hä, wieso ist hier... Irgendwo ist ein Fehler. Hm. So. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Es erleichtert natürlich diesen ganzen Prozess hier mit... Ist das richtig? Da. Da, so. Mit dem wieder hinbauen dann am Ende natürlich auch. Deswegen... okay. Ein bisschen weit... Nein! Das einzige Problem, was ich jetzt hier natürlich am Ende nur haben werde, ist, dass hier natürlich dann auch Viecher drauf spawnen können. Was natürlich nicht so geil ist, aber was will man machen? Man muss ja immer irgendwelche Kompromisse eingehen. Vielleicht habe ich auch noch Fackeln dabei. Nee, habe ich nicht. Habe ich noch welche in der Enderkiste? Auch nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Aber gut, was will man machen, ne? Nicht viel. So. Blub, 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 blub. So. Das sieht doch okay aus. Und wenn ich jetzt hier anfange abzubauen, sind hier natürlich haufenweise Sachen noch drin. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, folgendes. Wir machen gerade mal den hier. Und ich glaube, ich werde das hier gerade mal kurz hier hinstellen. Dann kann ich da sofort hier den Mülleimer machen. Für die Sachen, die... Ah, genau, das wollte ich nämlich vermeiden hier. Genau, das wollte ich vermeiden. Lass das. Gut. Ich hätte Fackeln mitbringen sollen. Scheiße war's. Na gut, okay. Wir fangen mal von der Seite hier hinten an, würde ich sagen. Man sieht kaum was gerade.
Aber wie man merkt, hier ist ganz schön viel Zeug drin überall. Was hier am Ende gar nicht wirklich durchkommt. Ist ein bisschen belastend. Aber okay. Das hier kann weg. Schlafen. Und das Lied spaced mich gerade übelst ab. So. Pfeile. Okay. Pfeile können also auch weg. Dann das kann alles hier rein. Spinnenweben. Oh, ist runtergefallen. Na gut. Die davon, das sollte ja... Das ist auch voll. Aber das sollte ich nicht wegwerfen. So. Das sollte ich echt nicht wegwerfen. Aber hier noch eins für Knochen. Ja, so Rüstungen und so ein Kram ist natürlich, ne, komplett für'n Arsch eigentlich. Aber ich baue jetzt erstmal alles ab hier gerade. Wobei offensichtlich nicht alles voll ist, sondern nur die mittleren und hier die hinteren. Von daher. Na, hier ist schon relativ voll gewesen auf der einen Seite, aber man arbeitet ja auf Besserung hin, ne? Das ist ein bisschen hier der Punkt gerade. Oh, ich habe schon 64. Das ist natürlich scheiße jetzt. Okay. Habe ich die Spinnenaugen weggeworfen. Das ist natürlich auch belastend. Sind hier ein paar Hopper runtergefallen? Ich hoffe nicht. Nee, okay. Und ich muss niesen. Nein! Na, boah, sind da viele Viecher. Holy shit. Alter! Nein! Boah, lauter Creeper. Das ist natürlich noch belastender. Nein! Das ist doch alles scheiße. Soll ich verarschen hier? Wie viele Viecher sind denn hier? Nee. Gleich Fackeln holen, wenn das so weitergeht hier, ne? Wahrscheinlich sollte ich einfach Fackeln holen gehen. Auf der anderen Seite denke ich mir so irgendwie, ich habe überhaupt keinen Bock, Fackeln zu holen gerade. Fackeln holen ist für weich, ja, ja. So. Da machen wir alle Teile weg. So, und mein Inventar ist wieder voll. Okay, folgendes. Ich lege gerade einmal hier die Hopper weg.
Okay. Hier aufpassen, dass es nicht runterfällt bei den äußeren Dingern. Ich glaube, ein paar sind runtergefallen, aber ich gehe dann einmal am Ende hinten durch und gucke, ob unten noch Kram liegt oder so. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier dem Zeug hinterherjagen, ne? So. Ich habe gerade gedacht, mein Stream war an. Lol, ups. Okay. Mhm. Sehr nice, okay. Da ist ganz schön viel Redstone und so, glaube ich auch, ne? Ich sollte vielleicht doch einfach mal ein bisschen Zeit da rein investieren, hier die ganzen Sachen vielleicht doch einzusammeln. Ach, das sackt doch alles. Habe ich irgendwo Lava oder so? Nee, ne? Ich habe auch kein Feuerzeug oder sowas dabei. Weil natürlich meine Box, wo der ganze Kram drin ist, nicht hier ist. Belastende Gesamtsituation wieder mal. Ach, Mann, ey. Naja. Ja, so viel Redstone scheint es doch gar nicht zu sein, ne? Okay, was ist das? Komm. Nein, ich habe Creeper-Pulver weggeworfen. Okay, komm, ein bisschen Schwund ist immer. So. Wobei, komm, weißt du was? Ich kann ja zumindest hier die Schalke einmal füllen. Nein, ich habe ein... Naja, gut, okay, egal. Egal. Nein, nicht schon wieder. Nee. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Das ist ein Witz! Ich habe eine Idee. Genial. Voll krank, oder? Voll krank. Wie kann man nur so geil sein? Da habe ich aber auch dran gedacht, Lufo. Aber ich hab's gemacht. Und du nicht. Komm, weg damit. So. Gut. Nein. Okay.
Hallo? Oh, falsche Taste. Upsi. Gut. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das Ganze hier wieder aufbauen will. Ich werde wesentlich weniger Hopper brauchen. Wobei, weißt du was? Das machen wir in der nächsten Folge. Fange ich an, das hier aufzubauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn ich nicht wirklich viel gemacht habe. Aber, ne? Vorbereitung. Und dann werde ich anfangen, hier Linien reinzuziehen. Das ganze Ding hier wird in die Tonne gekloppt. Und ja, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Patreons, die mich jeden Monat unterstützen.